Dresdens Future Food. Dein Essen, unsere Zukunft. Herzlich willkommen zur Ausstellung Future Food im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Heute geht es um dein Essen und unsere Zukunft. Mein Name ist Mathilda und ich war vor einem halben Jahr hier Schülerpraktikantin und habe da ein wenig mitbekommen, wie die Ausstellung aufgebaut wurde. Die Ausstellung Future Food handelt von unserer Ernährung und dass sie nachhaltiger werden muss, damit wir auch in Zukunft genug bezahlbare Lebensmittel für alle Menschen auf der Erde haben. Sie liefert dafür viele verschiedene Ideen und Denkanstöße und ich möchte euch drei davon vorstellen, die Tipps geben, wie wir selber etwas dafür beitragen können. Und wir gehen jetzt in die Ausstellung, kommt doch mit! Wir stehen hier im ersten Raum und er sieht ein bisschen aus wie ein Gewächshaus. Genau das soll er auch darstellen, denn hier geht es um das Thema Produktion. Vor allen Dingen um die Alternativen zur intensiven Landwirtschaft. Diese ermöglicht es uns, schnell, billig und mit viel Ertrag Lebensmittel herzustellen, die dann wiederum möglichst viele Menschen mit günstigen Nahrungsmitteln versorgen. Das klingt erst einmal gut, aber auf Dauer ist die intensive Nutzung schlecht für den Boden, denn dieser wird ausgelaugt, dadurch wird viel mehr gedüngt und der Dünger kommt ins Grundwasser und all das schädigt das Klima. Und durch den Klimawandel gibt es immer öfter längere Trockenperioden und die schaden wiederum den Landwirten. Das heißt, wir brauchen unbedingt neue Methoden, denn so kann es nicht länger weitergehen. Dieser Raum zeigt verschiedene Alternativen zur intensiven Landwirtschaft. Zum Beispiel, dass der Mensch das Essen wieder näher an sich ranholt und selber entscheidet, was er anbauen möchte. Denn oft wissen wir in der Stadt gar nicht, woher unser Essen eigentlich kommt. Dieser Mann aus Gaza hat genau das gemacht. Er hat sein Dach in einen kleinen Garten verwandelt, der ihn jetzt mit Gemüse versorgt. Das hat er aber eher aus der Not heraus gemacht, denn in Gaza gibt es oft militärische Konflikte, die den Zugang zu Lebensmitteln erschweren. Das heißt, sein kleiner Garten sichert ihn in Notsituationen immer frische Lebensmittel. Solche grünen Dächer und Gemeinschaftsgärten gibt es aber auch immer öfter in Deutschland, zum Beispiel die UFA-Projekte. Diese bauen in Dresden viele verschiedene Gemeinschaftsgärten, zum Beispiel das Hechtgrün. Schaut doch mal, wo ihr selber etwas anbauen könnt. Natürlich im Garten, aber auch auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. Und wenn ihr dafür nicht die Möglichkeit habt und trotzdem wissen wollt, woher euer Essen kommt, achtet darauf, dass eure Lebensmittel regional und saisonal sind. Und wie unsere Lebensmittel zu uns kommen, wenn wir sie nicht selber anbauen, seht ihr im zweiten Teil zum Thema Handel.